Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir nach ein paar Katzen gesucht. Und ja, ich würde sagen, in dieser Folge wird auch nicht sehr viel mehr passieren. Obwohl, nee, ich wollte eigentlich ein paar Nebenquests machen, weil da waren noch ganz viele offen, die irgendwie wahrscheinlich mit Cutscenes und so verbunden sind. Deswegen machen wir die erstmal. Und ja, storymäßig wird jetzt erstmal diesen und vielleicht im nächsten Part auch nichts mehr passieren. Nur damit ihr es wisst. So. Wir nehmen jetzt einfach hier ein paar Dinge an und ja. Hier haben wir zum Beispiel Entspannung in der Laurent-Hütte. Ach ja, nee, ich sollte vielleicht mal ja irgendwas verkaufen, damit ich wieder was zurückzahlen kann. Puh, keine Ahnung. Noch so wenig. Ja, recht genau. Zack. Ach ja, zu der müssen wir eigentlich. Aber lass mal erstmal. Wird's Geld? Okay, hier, bitteschön. Okay, und wir haben hier was bekommen, sehr gut. Apropos bekommen, genau, ich sollte vielleicht mal zu einigen Orten gehen, weil ich habe offscreen ein paar Sachen entdeckt. Nee. Die ich noch nicht aufgesammelt habe, aber ja, hier aufsammeln will. So, ein Freundschaftstrank, perfekt. Ein Gummifischli, ein paar Gummifischli. Knigge, was? Galanterie, okay. What the fuck ist das? Galanterie. Was könnte das sein? Klingt irgendwie wie dieser Ritter. Alle grundlegenden Parameter werden für jedes weibliche Gruppenmitglied im Kampf um 5% erhöht. Ja. Stimmt. Also 15% kann er mehr bekommen. So, dann gehen wir. Boah, wo war da nochmal? Nein, wir gehen noch nicht ein. Wir gehen zu den Kuka-Eishöhlen. Irgendwo da war das. Warte mal, ich tu mir vielleicht mal ein Team zusammenstellen, wo ich ein paar Titel bekommen kann, weil ich bin sehr kurz davor, wieder Titel zu bekommen. Und ich könnte Muse den Trank geben, ne? Mach mal. Ja, Muse, Babs. Sehr schön. Hey, guess what? Nein. If you douse your Navel in soy sauce, it tastes a little bit like sea urchin. Ah, egal. Gehen wir zu den. Boah, ich wollte jetzt eigentlich mein Team. Und zwar genau ihn. Ihn. Und sie. Dann können wir wieder ein paar Titel einheimsen. Ja, ich bin Trophäengeil. Wer hat es noch nicht gemerkt? So, in den Kuka-Eishöhlen. Jetzt frage ich mich nur, wo genau hat nochmal war. Weil da. Ich habe Interessantes gefunden, das ich gerne aufsammeln möchte. Ups. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo das war. Ich glaube, da war schon direkt hier, ne? So, komm mal her. Warum kein Hinterhalt? Weil er uns nicht gesehen hat? Okay. Ja. Autoobjekt. Ja. Ja. Bin natürlich wieder kurz davor, mit allen möglichen hier Beziehungen wieder aufzubauen. Offscreen nehme ich überhaupt nichts zu tun. Okay, mach mal Muse einmal. Hier kann man die Teleportationstechnik so schnell hochballern, ne? Kriegt man locker die Ziele. Ach, jetzt kann ich auch wieder Lotterie einpacken als Fähigkeit, als Fertigkeit. Teleportlimousine. Jawohl. Limousine. Natürlich. So, ich möchte. Ach, jetzt habe ich wieder irgendwas anderes hier genommen. Ich will Lotterie haben. Wo ist es? Hier, was habe ich denn jetzt wieder reingepackt, ich Idiot? Hier ist aber nach unten kann weg. So, ich möchte mehr Geld. Ich glaube, hier war das schon direkt, ne? Ja, ich glaube schon. Jetzt waren wir hier Wasserfall. Ein Extraktor, das ist doch auch nicht schlecht. Oder. Hier. Drei auf Wasser. Sehr schön. So, dann gehen wir direkt zur Bermia-Schlucht.
klettern da mal ein bisschen nach oben, weil da habe ich auch was Schönes gefunden. Sieht mal, was ich alles ausgehen finde, ne? Das sagt schon die ganze Zeit. Habe ich irgendwas überhaupt jetzt gelernt während den Kämpfen? Egal. War noch ein oder zwei Kämpfe gegen irgendwelche Powerhäuser, damit ich Jutes Medizinerfähigkeit bekomme. Ich formuliere immer so komisch, ich bekomme gar nichts eigentlich. Vor allem irgendwann werde ich das so oder so bekommen. Ich mache das jetzt nur irgendwie alles offscreen, damit ich wahrscheinlich eine Entschuldigung dafür habe, dass ich das Spiel zocken kann. Offscreen. So wird das sein. So, wo war das Ding jetzt nochmal? Irgendwo war hier oben eine Schatztruhe. Na, hier, mein Gott. So, geh weg. Wo komm mal her? Und jetzt müssen wir mal Gaius steuern. Er braucht, glaube ich, nur einmal das Dingen. Bams! Da habe ich einen richtig geilen Trick rausgefunden. Ich habe einfach... Was? Was ist der Teufel? Sehr schön. Gaius Zorn. Was zum Teufel war das denn? So, jetzt haben wir auch einen zweiten Extraktor für Wind. Und Wind ist irgendwie der einzigste Extraktor, den ich nicht mehrmals habe. Das haben wir Böe und Sturmböe, ja. Können wir wenigstens zweimal hier Wind lernen. So, und Muse hat jetzt ganz viele Sachen gelernt, habe ich gesehen. Ja, warum werden die jetzt nicht angezeigt? Erhöhte Anspannung. Ja, super. Hier mal Luftsprung. Links brauche ich jetzt nicht so. So, war noch eine Trophäe. Geil. Jetzt müssen wir eigentlich weg. Und jetzt kann ich die Quests annehmen, die wir hier bekommen haben. Erstmal. Obwohl, wir können diese eine Mission auch noch nehmen mit diesen... weiß ich nicht. Ja, gucken wir erstmal hier. Nehmen wir die alle auch. So. Duvalba. Ja. Nur da ist es hin. Und zwar Duval. Hier. Hier. Perfekt. Die müssen wir auch mal alle irgendwann hier aus dem Weg schaffen. So, hi, Typ, den ich überhaupt nicht leiden kann, weil er so komisch angezogen ist und so Geld haben will und so, ja. Warum habt ihr die mysteriöse Perle? Ach ja, zum Glück haben wir die. Wir haben einen diesbezüglichen Auftrag der Spyros AG angenommen. Stammte der nicht von euch? Verdammt, Jolene. Ich hätte wissen sollen, dass sie nachlässig werden würde. Was wollt ihr überhaupt mit so einem ekelerregenden Gegenstand? Ich versuche damit eine Medizin herzustellen, wenn du es genau wissen willst. Ein besonderes Mittel gegen die Nebenwirkungen der Aspyrix. Moment mal, auf Riese Maxia verwendet der Kital-Clan diese Perlen, aber nicht als Medizin. Es ist ein Gift, das sie kranken Monstern geben, um sie einzuschläfern. Soll das etwa heißen? Immer schon langsam, die Herrschaften. Ich bin ausgebildeter Mediziner, schon vergessen? Gifte und Heilmittel sind meistens dasselbe, aber das eine vom anderen unterscheiden zu können, macht aus einem Arzt erst einen Arzt. Obwohl es töten kann, glaubt ihr also, dass es euch heilen kann, wenn man es nur korrekt verwendet? Haha, natürlich, das macht es ja so aufregend, findest du nicht? Gut und schlecht ist es beides in einem, wie die Natur des Menschen. Anders als Geister, sie kennen nur das Gute an. Mir gefällt dieser Kerl irgendwie nicht. Gut, dann verstehen wir uns auf jeden Fall im Musee. Ludger, ihr wisst, wovon ich spreche. Hey! Okay, er geht automatisch weg, was zum Teufel. Nur nicht aufregend, ich will damit sagen, dass ich euch dafür respektiere. Ihr ackert, um eure Schuld abzubezahlen, egal wie aussichtslos es scheint, und ihr arbeitet hart, um die Splitterdimension zu zerstören. Das ist alles. Schade, dass ausgerechnet Julius euer... Okay, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Mein Aufnahmegerät ist einfach gerade voll so am Blinken gewesen, so boing boing, tschüss. Und ja, die Aufnahme hat sich aufgehangen. So, keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder hier. Ich habe jetzt erst pausiert. Ich wollte jetzt nicht ehrlich gesagt nochmal
das ganze Ding nochmal an, weil wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber naja, ist nicht viel passiert. Der hat noch ein bisschen so gehustet und so. Und ja, die haben gesagt, was ist mit dir los? Und ja, jetzt machen wir weiter. Manchmal muss man ihn kämpfen, um seinen Platz im Leben zu behalten. Und manchmal bedeutet das, das alle erforderlichen Mittel einzusetzen. Denk daran. Ich glaube, wir waren bei 9 Minuten in der letzten Aufnahme, ne? Also ja, fängt schon mal gut an. Hoffentlich passiert da nicht noch mal, weil das wäre ganz schön öde. Das ist jetzt noch nie passiert. Geil. So, 150.000 wieder, okay. Ich sollte mal eine Katze losschicken, fällt mir gerade ein. Lass mich in Ruhe. Kann man ja noch eine Katze finden, so? In Laurent müsste noch eine Katze sein, eigentlich. Oder was? Die ersten sind ja immer so welche, die man so finden kann, oder? Das heißt, die müssen wir auch noch finden. Laurent, das ist ja nicht groß. Da gehen wir zum Labarikessel. So. Natürlich. Mission abgeben. Nächste wäre, weiß ich nicht. Ja, Laurent, ne, da könnten wir ja mal jetzt vorbeischneiden. Weil das auch irgendwie was mit Leia, glaube ich. Jetzt haben wir Redos Sonnenbrille bekommen und irgendwie war mein PC schon wieder so am Blinken. Was zum Teufel? Ist normalerweise irgendwie, wenn mein Ladekabel nicht so richtig will. Redos Sonnenbrille. Ist aber eine anständige Sonnenbrille, da kannst du sagen, was du willst. Und ja, das Ding ist wirklich da rausgekommen. Mein Gott. Okay, das soll aber für den Rest der Aufnahme kein Problem sein, glaube ich. Gehen wir mal nach Le Ronde. Dann suchen wir mal eine Katze. Ich hoffe jetzt wirklich, meine Aufnahme ist jetzt nicht im Eimer. So, wo könnte hier eine Katze sein? What an effective idea. Leave it to the privileged elite to find a way to make their lives even easier. So, an der ersten Stelle sind ja immer so welche, die man so finden kann, ne? Why didn't you say anything sooner? Noch wenn ich jetzt die Mission nicht angenommen hätte, dann müsste ja trotzdem viel zu finden sein. Laut meiner Erfahrung. Aber naja, gucken wir mal. Hey. Muss ja irgendwo hier sein. Wahrscheinlich nur 10 Minuten aufnehmen, dann versuche ich mein Glück. So, da müssen wir rein. Aber hier ist ein Hund. Ich suche keinen Hund, ich suche eine Katze. Ich suche in einem anderen Spiel Hunde. Weil da strebe ich die Weltherrschaft an. Aber hier sind es Katzen. Hier tue ich mit Katzen die Weltherrschaft an mich reißen. Ja, ne, prüfen. Voltaire-Heuschrecke, was? Die wollte ich nicht. Okay, sehr viel kann er ja nicht mehr zum Suchen sein. Wo könnte denn hier noch eine Katze sein? Muss ja so eine sein zum normalen Finden, sag ich mal. Okay, Jude, habt ihr irgendwo hier eine Katze versteckt? Ihr müsst irgendwo eine Katze versteckt haben. Komm, geht, prüfen. So, nein. Ja, hätte sein können. So. Kann entweder nur hier oder im Gasthaus noch sein. Swag. So, irgendwo hier prüfen. Nee. Gut, ne? Ja. Muss auch auf die Perspektive, glaube ich, achten, ne? Wenn ich ja nicht richtig irgendwie das Ding sehe, dann kann ich es, glaube ich, nicht aufnehmen. Das ist ja bei so manchen Gegenständen bis jetzt so gewesen. So, du hast irgendwo eine Katze versteckt, ich weiß es. Rück sie raus, die schnapp ich mir. Okay, dann muss in dem Gasthaus sein. Muss ich sowieso hin. Nur da oben?
Komm schon. Na los. Moment, da Kampfmitglieder gewechselt. Oh je, Lea, willkommen zu Hause. Papa, stimmt es, dass Mama sauer auf mich ist? Nun, warte mal, müssen wir gegen die kämpfen? Du kannst deinen Allerwertesten darauf verwenden, dass ich sauer auf dich bin. Oh. Sieh mal eine an, wen haben wir denn da? Oh, hallo Mama, ich freue mich auch, dich zu sehen. Seit wann ist sie hier? Wie konnte sie sich unbemerkt reinschleichen? Meisterin Sonja ist eine Kriegsarztexpertin. Sie war mein und Leias Lehrerin. Oh, ich könnte dich glatt erdrosseln. Ich habe dir unzählige Briefe geschrieben und du bist nicht dazu gekommen, auch nur einen einzigen davon zu beantworten. Weil du lauter typische Mutterfragen war, weil das lauter typische Mutterfragen waren. Habe ich was zum Anziehen? Habe ich genug zu essen? Bin ich in Sicherheit? Sind alle nett zu mir? Du machst dir zu viel Sorgen. Also, ja, ist manchmal nervig, mit der Hand zu schreiben. Nervig? Ist es das, was ich wirklich bin? Nervig? Dein Vater und ich waren Krankvorsorge. Willst du, dass dein armer Vater um dich weint? Willst du das? Ich habe mir gar nicht so viel Sorgen gemacht. Papa und ich unterhalten uns doch ständig per GHS. Na toll, ich hatte gehofft, dass das zur Sprache kommt. Was? Wie lange geht das denn schon so? Mama, warum kannst du dir nicht auch einfach ein GHS zulegen? Dann können wir jederzeit sprechen. Das ist wirklich ganz einfach. Ich wette, alle Star-Reporter benutzen diese Dinge heutzutage, was? Und vernachlässigen ihre Mütter, nicht wahr? Es tut mir leid. Naja, du sollst auf die Gefühle deiner Mutter Rücksicht nehmen. Liebe und Familie sind keine Frage der Bequemlichkeit. Da deine Mutter sich so viel Mühe gab, dich zu kontaktieren, sollst du dir auch die Zeit für eine Antwort nehmen. Schatz, du bist in deinem Alter, in dem du wichtigere Dinge zu tun hast, als sich um deine Eltern zu sorgen. Aber ich kann dir Kekse oder Waschmittel schließlich nicht per SMS senden, richtig? Ach Mama, tut mir leid, dass du dir Sorgen um mich gemacht hast. Ich war einfach so beschäftigt mit der Arbeit. Nun, deswegen habe ich mir keine Sorgen gemacht. Ich weiß, dass meine Tochter fleißig arbeitet. Das kann man wohl laut sagen. Haha, das ist mein Mädchen. Keine Zeit für Jungs. Was? Was? Aber Papa. Übrigens, ihr da, ihr ganz in Schwarz. Gut gesagt. Ich trage aber grün. Ich habe gleich gemerkt, dass ihr etwas Besonderes seid. Ich sehe mir die Leute gerne genau an, wenn ich ihnen das erste Mal begegne. Wirklich? Was ihr nicht sagt. Deswegen hast du auch gesehen, dass ich nicht grün trage, oder was? Ihr seid wie ein Ochse. Wenn ich euch niederstrecken müsste, würde ich wohl mit den Knien anfangen und dann den Rest des Körpers bearbeiten. Nur für den Fall. Das ist gut zu wissen. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe etwas, das dir sicher Freude bereiten wird. Bitteschön, Pummelchen. Ah, danke, Mama. Leia, deine Mutter kommt auf die Liste der Leute, gegen die ich sehr ungern kämpfen würde. Sie ist derzeit die einzige auf der Liste. Sehr schön. Erlangt, Herr Frosch. Was? Was? Dann kann ich ihn vielleicht sehen, was? Also, okay. Ja. Ich stehe auch immer irgendwie kampfbreiter, kann das sein. So, aber ich suche immer neue Katze. Miau, wo bist du? Na, ich habe doch schon mal hier alles durchgegangen, glaube ich. Gibt's doch nicht. Was das sind so welche, die man nur per Dings finden kann. Versuche, aber die sind doch nicht an der ersten Stelle, oder? Weiß ich nicht. Was? Prüfen? Ja gut, am Kronleuchter oder was? Ja, da kann man nicht rein. Was? Hey, keine Ahnung. Meine Katze könnte auch mal wieder zurückkehren. Warte, wie lange dauert das denn noch? Okay, wo ist hier? Ich sehe das auch noch als Leron da unten. Weil dann könnte die Katze vielleicht da sein. Okay, Leron Seehafen. Vielleicht. Gucken wir mal, erstmal Mission abgeben. So. Gibt's eine neue? Nö. Ein paar Sachen hier habe ich immer noch nicht.
in der nächsten Folge weiter, nehme ich an. Irgendwo muss da hier eine Katze sein. Irgendwo, irgendwann. Da sind noch Vögel. Da ist eine Katze, mein Gott. Komm her, du. Stallone, was? Sehr merkwürdig. So. Mehr dürfte es ja nicht geben. Was nun? Weltherrschaft. Okay. Dann. Weiß ich nicht. Können wir echt nichts mehr abgeben hier. Treffen mit Julius, Pokergesicht, Tengo-Maske, was schon wieder? Was haben wir denn noch hier alles? Zarut, Stromteilwiese, Felganamide, Drellen, da muss ich noch irgendwann hin. Das können wir auch mal irgendwann nehmen. So, eine Prinzessin vom Monoclan, die könnte ich noch auftreiben vielleicht. Aber erst vor oder in der nächsten Folge. Das dauert noch viel zu lange. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!